Das fällt mir noch wieder ein. Hallo. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich vermute stark, dass ich da ein Portal hochschießen kann. Wenn ich's packe. Ja. Fall. Ich meinte natürlich, falls ich es packe. Irgendwo. Zum Beispiel hier. Ja, natürlich haben wir schon viel zu lange gebraucht, aber. Wo zum Geier bin ich hier überhaupt? Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat ihn wirklich. Ach ja, das hat er. Er kann und sie tschüss. Jedoch beim restlichen Test nicht. Hau schon, gewichteter Begleiter Kubus. Ich weiß, du willst es doch auch. Und tschüss. Naja gut, das hat jetzt natürlich viel, viel zu lange gedauert, aber man, was? Das soll doch noch für die Bronzemedaille gereicht haben. Eieieiei. Naja, aber das ist ja jetzt nicht so schwer. Einfach nur mit dem Kubus durch die Gegend rennen, dann einmal hochstampen. Ich glaube, das Schwierigste an diesem Run hier ist wahrscheinlich das Hochjumpen mit dem Begleiterkubus. Was nicht ganz so schnell vonstatten geht. Aber wenn man erstmal drin ist, dann ist man drin. Komm, komm, komm. I love you! Der gewichtete Begleiterkubus begleitet sie durch die Testkammer. Testanstalt, bitte. Kubus! Ich brauch dich! Sonst werde ich sterben. Ohne deine Gesellschaft bin ich nicht. Lass mich wow. Ich will nicht. Sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Solange ich nicht von diesen komischen Leuchtkugeln wieder gekillt werde, ist, glaube ich, alles in Butter. So. Nein, 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 komm schon. Ja, Baby. Baby, so geht das. Wir wollen ja ein bisschen Speed drauf kriegen. Ist ein bisschen hoch, aber egal. Hier. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus. Komm schon, ich will dich töten. Er kann sie jedoch beim restlichen aber Test nichts kann mich. Und muss leider nichts kann mich aufhalten, dich zu töten. Bitte jetzt. Verdammt nochmal. Doch, der Entwicklerkommentar, wenn alles durcheinander redet, das kann mich aufhalten, aber. Das war's wert. So geht das, komm schon. Und jetzt ist es auch genau auf die Sekunde, oder? Drei Sekunden, aber egal. Since players later get to avenge the death of their good friend, the companion cube. Vielleicht sollte ich mir diesen Kommentar mal tatsächlich mal anhören. Die sind ja anscheinend ganz interessant. Oder so. Naja, keine Ahnung. Also, falls ihr euch. Ja, das ist doch was. Also, falls ihr irgendwie Bock habt, mal so auf Portal 1 V2. Naja, so einen zweiten Playthrough mit Entwicklerkommentar, weil der. Ich finde eigentlich ganz interessant. Also falls ihr darauf Bock habt, schreibt's doch in die Kommentare. Oder schreibt mir eine Nachricht. Oder kratzt euch die Eier. Wenn ihr keine Eier habt, macht irgendwas anderes, was euch gefällt. Wie dem auch sei. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar die kürzeste Zeit. Oh ja, ich bin awesome, awesome, awesome. Da fehlt nur noch die Awesomeness in Testkammer 18. Okay, dann. Oh Mann, das wird schwierig. Aber nichts ist unmöglich. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden nichts ist unmöglich, außer ich. Ich bin absolut unmöglich. Okay, ich bin wirklich. Das sagt meine Mutter auch immer zu mir. Du bist unmöglich. Aha. Das Experiment nähert sich so. Ach, stimmt ja. Testkammer 18. Das war diese unfassbar nervige Testkammer mit diesen 1000 Ansprachen von Glenda. Aha. Und diesen 1000 Versuchen von mir. Aha. Die ich da brauche. Das ist sowas, aber auch. Ja. Ja. Aha.
Egal, dann habe ich wenigstens ein bisschen Potenzial, um mich zu verbessern. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Ja, ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, wie man GLaDOS abschalten kann. Also, schon klar. Testkammer 19 und so, aber... oder 20? Aber, was mache ich hier eigentlich? Bin ich vollkommen bescheuert geworden? Das Experiment nähert sich seinem Ende. Aber konnte man nicht irgendwie im... wow, im Flug? Und dann gibt es irgendwas? Ach, egal. Ich bin... so unglaublich dumm. Das Experiment nähert sich seinem Und dann da diese Stimme von GLaDOS, die macht einen so fertig. Die macht einen einfach fertig. Da, also es gibt manchmal, kennt ihr das, da gibt es so Stimmen, so Leute, die sind eigentlich nett, aber die haben so eine Stimme. So eine Stimme. Und wenn, sobald die das Maul aufmachen, egal was die da sagen, die gehen dir einfach megamäßig auf die Nerven und du weißt gar nicht warum, aber es nervt einfach. Das war nicht ganz das richtige Portal. Oh Gott. Solche Leute. Oh shit. Solche Viecher hier. Da? Nein, doch nicht. Was will ich hier überhaupt? Okay, also ich habe schon mal die Route bis hierhin, so 30 Sekunden. Wir haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Kann man da irgendwie da hinten so dran schießen und dann. Nee, doch nicht. Anscheinend nicht. Wäre aber geil. Na gut, das habe ich auch schon vorher viele Male probiert. Vielleicht ist es ja möglich. Kann man? Oder kann man nicht? Das wäre jetzt eine gute Frage. Kann man? Ist der... Kann ich mal aufhören, dauernd Sätze mit ist der und bin ich eigentlich behindert zu beginnen, sondern sie einfach zu beenden? Meine Frage wäre, kann man die Geschütztürme da auch draufstellen? Wiegen die auch etwas? Oder war das nur so eine Illusion? Eine psychische Illusion? Oder vielleicht eine Kamera? Nee, aber die kriege ich nicht hier hin. Ja, obwohl, ich krieg sie schon hier hin. Ich kann sie ja so wegschießen. Aber bei den Kameras bin ich mir ziemlich sicher. Die sind ja nicht sonderlich schwierig. Ja. Probieren wir das nochmal. Mach einen Abgang, Kamera. Du stehst im Weg. Tja. Scheiße. Das war zwar nicht geplant, aber okay. Welches Portal haben wir da? Das falsche. Würde jetzt ein Experte sagen. Ich würde sagen einfach nur, ja. Nein. So. Das ist jetzt aber das Richtige. Muss man nur noch das Richtige setzen. Und dann... ach Gott. Und dann könnte man es vielleicht noch etwas höher setzen. Ein kleines Stückchen, damit ich nicht ganz so bescheuert dastehe. Also dahin. Das war wieder zu niedrig, aber... ich bin ja einfach unbelehrbar. Oh shit, oh shit. Hallo. Ja. Hier ist niemand. Wir sind ganz alleine. Nur wir zwei. Na, Kleine. Ja, warte, Kumpel. Oh Mann, bleib mal locker. Ich häng fest. Hey, kleiner Kumpel.
Hey, kleiner Kumpel. Nein, mein bester Freund. Ich komme, um dich zu retten. Jetzt schwimmen wir gemeinsam. Und können die Radieschen von unten sehen. Und die Fische auch. Und dabei sind wir noch nicht mal in Beton gegossen. Ist das nicht schön? Wir werden für immer gemeinsam zusammen. Wir werden für immer gemeinsam zusammen sein. Ja, ist klar, ne? Cool, das hat noch nicht mal was gebracht. Außer meinem besten neuen Freund. Ja, ich glaube, jetzt sollte jedem klar sein, dass wir definitiv den scheiß Kubus brauchen. Wieso können wir nicht einfach den Begleiterkubus aus dem letzten Level herbeicheaten? Ich weiß es. Nicht. Also wir könnten das ja wie bei dem anderen Run machen, bei dem Schritte-Run. Ne, das war der wenigste Portale-Run. Uns rüberschießen, aber das war ja so unfassbar unmöglich. Und ich weiß gar nicht, ob wir das zeitlich hinkriegen. Ciao, Kumpel. Das ist nicht gut, Doktor. Also, wie könnten wir den Kubus oder einen Kubus dorthin bekommen? Oder etwas Schweres? Ich weiß es nicht. Dazu muss ich nochmal etwas nachdenken. Allerdings nicht in dieser Aufnahme. Denn sonst wird das hier noch ewig dauern. Und ich möchte euch jetzt nicht mit meinen Gedanken quälen. Zumindest nicht länger als notwendig. Also sehen wir... Verdammt. Also sehen wir uns nicht und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Dos vidania.